Als Bürgermeister von Stockach bin ich gebeten worden, auch in diesem Jahr bei der traditionellen Eröffnung des Berufsorientierungstages ein paar Worte zu euch zu sagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wer alles da ist. Und jetzt gehen wir rein in das Gebäude und dann werden wir uns nochmal treffen. Bis dann. Ich bin schon ganz gespannt. So, wir sind jetzt im Saal und ich freue mich, dass eine große Zahl von Zuhörern und Anwesenden da ist. Ich begrüße euch herzlich, alle Anwesenden aus dem öffentlichen Raum, ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Auszubildende. Ich bin gefragt worden, ich soll noch was zur Karriere sagen. Was fällt mir zur Karriere ein? Für mich ist Karriere eigentlich ein schillernder Begriff, der für mich persönlich keine große Bedeutung hat. Für mich war wichtig und ist wichtig im Berufsanfang, dass ich etwas finde, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir, da kann ich hineinwachsen. Das heißt, ich muss mir zunächst einmal darüber klar werden, wer bin ich und was habe ich für Ziele im Leben. Wenn ich das nicht weiß, ist es schwer, eine geeignete Berufswahl zu finden. Ich muss gestehen, am Anfang, bei der ersten Entscheidung, ob ich mich in den öffentlichen Dienst bewege, waren meine Eltern ein ganz wichtiges Kriterium. Die haben das für wahrscheinlich erachtet, dass das passen kann. Ich war damals 15, 16, noch keine so allzu große Vorstellung meiner eigenen Zukunft gehabt. Das muss ich sagen. Irgendwann habe ich mir gesagt, so, jetzt möchte ich nochmal einen Schritt machen, einen richtig starken beruflichen Schritt. Und habe mich dann in Stockach als Bürgermeister beworben. Das war nicht sicher, ob das gelingt. Ich hätte auch verlieren können. Und dann hätte ich mit einer Niederlage leben müssen. Ich war erfolgreich. Nicht, weil ich der Beste war. Das wird man nicht sagen können. Aber ich habe am meisten rübergebracht. Und das ist mir wichtig, das zu sagen. Dass das, was ich bin, was ich verkörpere, dass das die Menschen verstehen. Dass sie das annehmen, auch als etwas, mit dem sie gut leben können. Und so habe ich das jetzt 28 Jahre gehandhabt und das hat sich bislang aus meiner Sicht gut herausgestellt. Also, in der Karriere kommt es nicht darauf an, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern etwas zu finden, das zu dir Ja sagt und zu dem du auch Ja sagen kannst. Und das durchaus auch immer wieder überprüfen. Und wenn man nach einigen Jahren sagt, die Bestätigung ist da, ich finde das richtig, ich bin da gut aufgehoben, dann sich aber auch ganz dafür einzusetzen. Nur ein bisschen arbeiten und nur ein bisschen einen Job machen, wird nicht befriedigen. Es ist immer wichtig, dass der ganze Mensch sich wohlfühlt, der ganze Mensch dabei ist, dann werdet ihr auch erfolgreich sein. Das wären meine Worte zu dem Thema Karriere oder Berufsfindung und Berufsentwicklung. Macht's gut! Habt einen guten Rundgang, gute Informationen. Ich wünsche euch viel Glück.